Jö, dann wollen wir doch mal Aliens töten gehen. Gehen wir mal da durch. Und da lasse ich auch gleich ein Loch in der Lasermauer, damit man hier schneller durch kann. Das da und hier sind nur Zweiermauern, fällt mir gerade auf. Das sollte ich bei Zeiten mal ändern, aber jetzt mache ich es nur so ein bisschen provisorisch. Weil ich keine Lust habe, Bäume zu kloppen. Denn wir haben ja nur begrenzt Tageslicht. Und nachts mit dem Auto rumfahren bei so vielen Bäumen ist doof. Wir haben jetzt 13, 15 Ingame-Zeit. So, Logistik-Speed 2 ist fertig. Gut. 3 kostet wieder Lila-Tränke, das wollen wir nicht. Als nächste kostet viel zu viele Tränke. Das sind alles viel zu viele Tränke. Ich glaube, ich erforsche schon mal die, weil wir ja... Wir brauchen noch eine Stufe höher für die Power-Rüstung MK2. Nee. Oh. Größere Kisten. Die 3x3 Kisten. Die habe ich noch gar nicht gesehen bisher. Die sollen ganz schick sein. Und man kann halt an den Ecken damit noch besser arbeiten, weil noch mehr Ärmchen ranpassen. Und es erlaubt anscheinend noch größere Kisten. Jo, mach das mal. So, das war das eine. Dann Repair Packs haben wir bestimmt nicht genug. Mach das mal alles weg. Und setz die da hinten ran. Da, die kleine Basis ist unser erstes Opfer. Auch wenn die noch nicht schnüffelt, könnte sie bald schnüffeln, wenn wir noch mehr expandieren. Also muss sie weg. Außerdem würde ich eh ganz gerne möglichst viele kleine Basen zerstören, damit wir möglichst einfach an... Oh, okay. Möglichst einfach an die Alien-Attacke kommen. Weil wir müssen die jetzt abfarmen, wo es noch geht. Sobald jede Basis 10 große Würmer hat, können wir mit dem Auto das knicken. So, ein bisschen knapp, aber okay. Was haben wir da? 6 Stück. Mitnehmen. Was haben wir noch? Wir haben unten eine kleine und eine etwas größere. Unten rechts haben wir eine ganz kleine, aber die ist viel zu weit abseits. Da müssen wir gar nicht hin. Oben auf der Minimap, neben dem kleinen Kupferfeld, ist eine kleinere Basis. Ich glaube, die gehört zu den Basen, die meinen Außenposten, meinen zukünftigen, bedrängen würden. Das heißt, der müsste auch weg. Und die Hauptbasis hat irgendwo einen Angriff mit 14 schießenden Türmen. So, fertig repariert. Und jetzt zeige ich auf der Karte, was ich meine. Genau, das da. Ich hätte ja gerne hier später gern den Außenposten. Oder die Auswüchse unserer Basis in die Richtung. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau machen werde. Dazu müsste die Basis weg und eigentlich die, aber die sieht viel zu groß aus. Also die da sieht ja weitflächig aus, aber das sind eigentlich nur in Anführungszeichen, ich glaube, 5 Spawn oder so. Hier ist das alles wesentlich kompakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 könnten das sein. Das muss also nicht sein. Da wäre einer, 3, 2. Die könnten machbar sein. Ich mache erstmal den Zweier da oben. Also nordöstlich. Nordöstlich da. Kein Wald, kein Wald. Super. Ah, ist perfekt. Puff. Und puff. Aha, so muss das laufen. Sehr schön. Noch mehr Repair Packs. Was? Achso, nicht da. Da. 2 hier und 7 da. Guti, 39. Das heißt, wir könnten jetzt auch schon die Rüstung anschmeißen, ne? Ja, weil wir komischerweise 100 blaue Chips im Inventar haben und 30 von den Engines. Könnte man ja glatt meinen, dass der Gerogon in der Vergangenheit das geplant hätte. Du, da hinten. So, nächster Schritt. Nordöstlich von hier ist die größere Basis. Da will ich nicht unbedingt hin. Ich will zu der kleinen im Nordwesten der großen. Und ich hoffe mal, ich krieg die ohne von rechts irgendwas zu pullen. Und dann fahren wir einmal oben rum und gucken, was da noch so in der Nähe ist. So, rein. Weg. Schön. Wo? Oh, Wald. Das wären auch schön viele Artefakte.
Kommt mal kurz her, alle. Da ist nämlich kein Wurm bei. So, ein Hundespawner weniger. Oh. Einen richtigen Spawner noch erwischen. Genau. Sehr schön. So, wir haben jetzt vier Berserker hinter uns, also ab zu den Türmen. Dann reparieren wir, dann huschen wir nochmal zurück. Und das Ganze wird ziemlich knapp, weil wir haben es jetzt schon 18 Uhr. Und nachts da an der Basis rumdoktern, ich weiß ja nicht. Aber es ist sehr schön, dass da keine Würmer sind. Also die Basis werden wir zerlegen können ohne Probleme. Und es dürften gut viele Alien-Fall dabei rumkommen. Und die Bäume da müssen weg. Kontrolliertes Gegenfahren. Oh, oh, oh. Ihr seid viel zu schnell, ihr doofen Hunde. So, ich würde ganz gerne das Auto reparieren. Danke. So, der Rest braucht nämlich wesentlich länger als das Kleinvieh da. Da ist der erste rote Punkt auf der Minimap. Und gleich 4, 5 neue Punkte. Rein da. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Oh, sehr schön. Oh. Schön schießen. Schön töten. Sniper-Türme ist vielleicht doch keine so schlechte Idee, weil die Reichweite von denen ist echt ein bisschen mau. So, kaputt. Und es wird dunkel. Ist nicht gut. Noch ein Angriff wagen? Ja oder nein? Die Alien-Artefakte müssten auf dem Boden liegen. Die Munition und die Pistole lagen ja auch 20 Folgen auf dem Boden, bevor der Item-Collector sie wieder eingehoben hat. Also, die Artefakte müssten da sicher sein. Noch haben wir ein bisschen Licht, komm. Beeilung, 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 Beeilung. Dann einen Spawner töten und dann den Rest morgen machen. Das klingt nach einem guten Plan. Da oben ist es. Schnell, 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 bevor es komplett dunkel wird. Da. Ein Spawner, ein Spawner, ein Spawner. So, weg. Gut, also sind noch drei Spawner da, drei reguläre. Und zwei von den Hundespawnern, die aber ja nicht so wirklich wichtig sind. Ja, ja, da gibt es auch eine krasse Änderung bei... Oh. Haha, die großen Kisten, die ich haben wollte. Sehr schön. Große Änderung bei Ditech 011. Da gibt es auch fernkämpfende Gegner. Also nicht wie die Würmer stationär, sondern wirklich bewegliche Gegner mit Fernkampfattacken. Sogar mit einer ziemlich hohen Reichweite. Da kann man immer nicht eben immer im Kreis fahren oder so. Die lassen das nicht so mit sich machen. Aber wie gesagt, ist noch nicht so wirklich stabil. Und es fehlen halt auch noch Teile des Mods. Oh. Also Genetics und der Dynamic Untermod von Ditech. Das ist ja alles sehr modular aufgebaut. Aber zwei von denen fehlen halt. Und vorher will ich da nicht irgendwie rumfuschen mit dem Speicherstand hier. Aber so weit in meinen Experimenten scheint es absolut kompatibel zu sein. Also es sind keine Gegenstände verloren gegangen, es ist keine Forschung verloren gegangen. Müsste soweit also problemlos spielbar sein später, wenn die restlichen Mods da sind. Und das ist eine sehr gute Nachricht, finde ich. Also man merkt, er hat sich Mühe gegeben, dass da keine Probleme wieder auftauchen. So, jetzt ist aber dunkel genug, jetzt bleiben wir zu Hause. Und ich muss mir überlegen, was ich noch so alles machen wollte. Den Item-Collector, wo ich gerade die ganzen Leichen sehe. Hatte ich den schon gebaut für hier unten? Ne, ich sehe nichts blinken. Okay, bau den mal. Sack das Ding ein. Genau. Würden wir gerne hier durch. 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 So. Und jetzt, wo wir ein paar Alien-Artefakte haben, würde ich eigentlich auch ganz gerne mal die Hunde ausprobieren. Ein davon. Mutated Super Dog Lair. Ich hoffe, die sind wirklich auf meiner Seite. Ich sollte das wahrscheinlich vor der Basis irgendwie testen, aber ich...
Ist ja schade, wenn wir es dann vor der Basis bauen und die Gegner das Ding zerstören. Also ich baue es einfach mal hier. Hier kann nicht ganz so viel kaputt gehen. Und die Lasertürme könnten dann helfen. Das Einzige, was kaputt gehen könnte, wären die Ölraffinerien. Das ist völlig okay. Also. So. Mutated Superdog. Oh. Es werden immer mehr. Und sie mögen alle Mauern. Genau wie die Bösen auch. Hört das auch auf? Ja gut, also wir haben schon mal eine Verteidigungsanlage innerhalb der Basis. Was ja auch ganz schick ist, wenn die Gegner eindringen. 1500 Energie, eine Mauer hat 350. Also das hier vor aufzustellen ist ein bisschen Verschwendung von Science Packs, Alien-Fakten. Kann ich dich einfach so wieder abbauen? Ja, kann ich. Was passiert mit den Wölfen? Die kippen um. Was? Ja, die scheinen nicht wirklich aktiv zu sein, wenn der Spawn noch nicht aktiv ist. Ja. Ich glaube, ich lasse den trotzdem hier in der Ecke. Dass er halt den Bereich hier unten beschützt, falls da was eindringt. So. Genau, wir wollten uns jetzt die Nacht um die Ohren hauen, um dann morgen weiter zu töten. Gucken wir mal, was für Probleme wir haben. Wir haben nicht besonders viel Öl. Das liegt daran, dass die Öldinger alle leer sind, hm? Ja, 0,1, 0,1, 0,1. Ja, dann schließen wir mal ein paar neue an, würde ich sagen. Bau mal Pumpchecks. Grüne Chips fehlen. Mäh. Oh, Skynet. Das wollten wir eigentlich machen, ne? Dafür hatte ich eigentlich Fabriken bauen wollen und da fehlte wieder irgendwas. Nee, da, Assembly Machine. Her damit. Pack dich mal dahin. Boah, dauert der lange. Ja gut, wir kümmern uns um Skynet und kommen dann später wieder runter zum Öl, falls ich es bis dahin nicht vergessen habe. Wofür warst du? Ach so, weil ich irgendwann mal dachte, dass ich zigtausend Tanks brauche. Ja, nee. Ich kann die aber jetzt mal wegmachen. Da ist hier eh fast nichts drin. Weg. Weg. Und ersetzen durch zumindest einen blauen unten. Weg, weg, weg. Alles weg. Oh. Skynet. Oh, ist Skynet, da ist Skynet. Du. Ja, tu mal dahin und du baust jetzt bitte. Du brauchst Lubricant. Achso, für die roten Chips. Warum brauche ich jetzt da wieder rote Chips? Ich habe hier gerade alles abgebaut, dass ich doch keine roten Chips mehr brauche. Ja, okay, das bauen wir gleich wieder auf. Ist okay. Ist alles okay. Ja, Batterien auf der linken Seite, Rotchips auf der rechten. Das geht sogar super auf. Sehr schön. Du stehst dann aber falsch. Du musst dann so stehen. Dann bekommst du von da deine Frames und von da deine roten Chips. Und dann müsste das hinhauen. Ah, funktioniert nicht bei denen, okay. Dann kriegst du halt Speedmodule. So, rote Chips kommen von da. Gehen da runter. Kommen hoffentlich da hinten wieder raus. Gucken wir mal, ob das von der Reichweite reicht. Nee. Wie hatten wir das vorher gelöst? Eine gute Frage. Also wir hatten auch so eine Kurve gemacht. Das heißt, es muss hier irgendwo rausgekommen sein. Baue ich jetzt ein blaues Ding? Ist mir doch Wayne. So, du. Weg da.
Das ist ziemlich viel Eisen, was drauf geht, aber was soll's. Apropos Eisen, ja. Wir haben 6 Produktivitätsmodule gebaut. Die sollte ich bei dem Eisen mal reinhauen. Alles nacheinander. Erstmal das kurz zu Ende bauen.